Du hast immer ein frisch bezogenes Bett. Ich weiß, Mama. Ja. Kann ich jetzt? Ja. Und ruf an, wenn du gut angekommen bist. Ja, Mama. Und fahr vorsichtig. Ja. Vorsichtig, mach die Tür zu. Und schnall dich an. Oh. Aber du musst doch was essen. Na, Frau Goldstein-Wagner, jetzt ist das Nest leer, hm? Ja, sie werden halt groß. Und wir werden alt und wachsen leider nicht mehr in die Höhe. Frischhäute finden Sie nicht? Bei meiner? Bei Hitze ist es wenigstens nicht kalt. Da haben Sie recht. Goldstein-Wagner, könnte ich bitte meinen Mann sprechen? So, haben wir ja schon. Herr Dr. Wagner, Ihre Frau ist am Telefon. Sekunde. Schatz, was gibt's? Ich bin gerade mittendrin. Er ist weg. Moritz. Jetzt ist er weg. Ja, das ist er. Er ist groß. Er zieht aus. So ist das Leben. Aber jetzt sind Sie beide weg. Das ist so traurig. Ich weiß. Können wir heute Abend drüber reden? Weißt du was? Ich hol dich zum Essen ab. Um 12? Du, ich arbeite durch, Doris. Heute Abend, ja? Ja, aber ich bin ganz allein. Thorsten, So ist das mit dem Älterwerden, Silke. Das ist nur was für die Harten von uns. Mhm. Für die ganz Harten. So eine Sauerei. Zu meinem 50. diesen Affentanz mitmache, Thorsten Wagner, dann hast du dich getäuscht. Nicht mit mir. Wenn es draußen stürmt, wärmst du mein Herz. Könnte gehen. Kerner, hallo. Hallo Anke, hier ist Doris. Severin? Ach Doris, das ist ja nett, dass du anrufst. Wie geht's dir? Schlecht. Seitdem ich weiß, dass Thorsten eine Überraschungsparty für mich plant. Zu der bin ich eingeladen. Was? Du wusstest das und hast mir nichts gesagt? Aber du gehst da nicht hin, hoffe ich. Doch, natürlich. Außer ich finde noch eine gute Ausrede. Ich meine, das ist jetzt nicht gegen dich, aber Thorstens Partys sind Thorstens Partys. Tja, und deshalb findet die Party nicht statt. Jedenfalls nicht mit mir. Wie? Du willst von deiner eigenen Party abhauen? Ich gehe einfach nicht hin. Weiß Thorsten das schon? Nein. Und ich hoffe sehr, dass das auch so bleibt. Also, wie sieht's aus? Mädelswochenende? Mädel? Hör mal, Goldstein, du wirst 50. Das ist ja das Schlimme. Bitte, lass mich jetzt nicht im Stich. Ich lade auch ein. Also, wie sieht's aus? Hey, eine für alle, alle für eine. Klar komm ich.
Prima. Ich schicke dir die Daten vom Hotel. Danke dir. Tschüss. Na, Alex. So gern ich mich einladen lasse auf ein Wellness-Wochenende mit dir und Katja. Aber bist du sicher, dass du das wirklich durchziehen willst? Das wird Thorsten nicht gefallen. Und mir gefällt nicht, was Thorsten plant. Also, auf welcher Seite stehst du? Immer auf deiner. Das weißt du doch. Immer auf deiner. Genau das wollte ich hören. Altes Mädchen, jetzt mach mal halblang. Du bist gerade mal ein paar Monate jünger als ich. Psst, das muss doch niemand wissen. Oh, wie lange haben wir uns nicht gesehen? Eine und zwei Größen. Oh, du fieses Stück. Jedenfalls zu lange. Ich habe mich so gefreut, dass du angerufen hast. Wie hat denn Thorsten reagiert? Gar nicht. Wie? Gar nicht. Wie sollte er auch? Ich habe ihm nichts gesagt. Das ist nicht dein Ernst. Ich meine, der Mann karrt einen Haufen Menschen an und sorgt für Speis und Trank und weiß nicht mal, dass du abgehauen bist? Genau. Oh, Goldstein, das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Lass uns schon mal was trinken. Ich sterbe vor Durst. Ach, du übertreibst. Ich? Nie. Sehr geehrte Fahrgäste, wir erreichen nun Bahnhof Kühlungsborn. Wir freuen uns, Sie schon bald wieder als Gäste begrüßen zu dürfen. Aber sicher. Gute Frau, wenn Sie hier raus wollen, dann sollten Sie nicht auf dem Trittbrett stehen, ja? Darf ich mal? Bitte schön. Das wäre jetzt nicht nötig gewesen. Ein einfaches Danke hätte auch gereicht. Männer, schnell raus und weg. Wo soll es denn hingehen, schöne Frau? Dahin, wo die Taxirechnung wahrscheinlich das kleinste Problem wird. Nein, danke. Ich brauche dringend Bewegung. Weil du auf der Flucht vor deiner eigenen Feier und der großen 5-0 bist. Sehen wir uns endlich wieder, das kann doch wohl nicht wahr sein. Also wer schafft es denn vor lauter Job, 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 nicht mal sich für einen Kaffee bei mir loszueisen? Kann ja nicht jeder das süße Nichts zwischen Frühstück und Abendessen genießen. Na, na, jetzt nur nicht neidisch werden auf meine Schwangerschaftsstreifen, meine Zeugnissorgenfalten und die 5 Kilo zu viel. 5? Hey! Bist du verrückt? Bist du gelaufen? Du, ich saß 3 Stunden im Zug. Ich musste mich mal bewegen. Schön, euch zu sehen. Ist wieder viel zu lange her. Und du bist schon 50? Was man Doris nicht ansieht, aber um dich mache ich mir langsam Sorgen, Kerner. Was ist los mit dir? Ist okay? Wieso? Nur weil ich im Gegensatz zu euch Kosmetik-Junkies zu meinem Alter stehe, gibt's noch lange keinen Grund zur Sorge. Im Gegenteil. Gut, dann hätten wir das also geklärt und können uns nun den wirklich wichtigen Dingen unseres Lebens widmen. Essen, Trinken, Wellness, Sport. Unsere Zukunft. Der widme ich mich jeden Tag. Aber hier kannst du das systematisch machen. Du kannst dich zum Beispiel fragen, wo du stehst und wo du noch hin willst. Also, ich stehe hier eigentlich gerade ganz gut. Und du könntest dich fragen, ob du die Dinge mit der notwendigen Ernsthaftigkeit behandeln willst oder aus allen einen blöden Witz machen. Und das willst du jetzt alles hier zwischen Aperitif und Kosmetik klären? Bist du in einer Lebenskrise?
Ich bin jedenfalls bereit, mich diesen Fragen zu stellen. Und ich kann mir vorstellen, dass euch das auch nicht schlecht täte. Ja, das mag ja sein. Aber das muss echt nicht jetzt und hier sein. Doch, muss es schon. Und deswegen habe ich eine Kleinigkeit vorbereitet. Damit wir dieses Wochenende so effektiv wie möglich für uns und unsere Zukunft nutzen können. Wir machen jetzt aber nicht Kartenlesen oder irgend so ein Blödsinn, oder? Du weißt, was ich davon halte. Ich wollte nur noch mal sicher gehen. Ich habe eine ganz andere Überraschung für euch. Tadam! Du hast uns einen Toyboy besorgt? Nette Idee, aber ich habe schon einen Mann, also einen tollen Mann. Das ist Georg Schmidt. Er ist Persönlichkeitscoach. Und er wird mit uns zusammen dieses Wochenende unsere wahren, beruflichen wie privaten Potenziale entdecken. So sie denn vorhanden sind, da kann man sich ja nicht immer absolut sicher sein. Aber davon mal ganz abgesehen, ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen. Und ich denke, wir werden eine Menge Spaß miteinander haben. Nur über meine Leiche. Ich glaube, in 2 Stunden geht ein Zug. Du kannst doch bei mir mitfahren. Gerne. Du musst mich auch nicht bis nach Hause fahren. Du, das ist gar kein Umweg. Das könnt ihr doch nicht machen. Ich mach doch hier keine Psychospielchen. Und schon gar nicht mit dem Typen. Aber das hat er doch nicht so gemeint, das mit den Potenzialen. Doch, hat er. Ach, Anke, du bist aber auch ein Sensibelchen. Das ist doch eine super Chance, sich selbst noch mal ganz neu kennenzulernen. Ich kenne mich jetzt seit fast 50 Jahren und ich will mich auf gar keinen Fall besser kennenlernen. Alles, was ich von mir weiß, reicht mir voll und ganz. Echt, Goldstein, nur weil du uns hier in diesen Bunker einlädst, heißt das doch noch lange nicht, dass du bestimmen kannst, was wir hier machen. Du hättest uns wenigstens vorher fragen müssen. Du kannst uns doch nicht überfallen mit sowas. Aber ich hab gedacht, das ist eine super Idee für uns. Für mich. Ihr wisst ja gar nicht, wie das ist. Thorsten ist von morgens bis abends in der Praxis. Und jetzt, wo die Kinder weg sind, ich bin total allein. Und ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Das mag ja alles sein. Alles in allem habe ich da auch sowas Ähnliches wie Verständnis dafür. Aber nur weil du keinen Plan für dein Leben hast, heißt das doch noch lange nicht, dass ich auch keine habe. Jedenfalls, chronische Langeweile bei nur Hausfrauen mit hormonell bedingten Gefühlsausbrüchen ist kein Grund, uns alle in Sippenhaft zu nehmen und uns diesen Besserwisser hier auf den Hals zu schicken. Ich hab keine Gefühlsausbrüche! Das ist alles so gemein! Das ist alles so unfair! So schlimm wird der Blödsinn schon nicht werden. Das ist ihr Geburtstag. Also gut, aber wenn dieser Typ mir blöd kommt, ich bin weg. Okay. Ich wusste, dass ich mich auf euch verlassen kann. Hier, eure Unterlagen. Wir treffen uns in 1 Stunde im Seminarraum. Ihre Freundin hat ja schon einiges an manipulativen Potenzialen freigelegt. Wer weiß, was wir sonst noch alles finden. Bis später. Ich fass es nicht. Das ist ja größer als meine ganze Wohnung. Badewanne? Egal, was der Typ mit uns vorhat, ich bleibe hier. Oh. Hallo. Hallo, mein Schatz. Anke Kerner, hallo. Ja, bei Ihnen wollte ich mich auch noch melden. Ach, die Entwürfe haben Ihnen nicht gefallen? Nein, das ist total toll. Und Doris hätte uns vielleicht mal sagen sollen, dass sie hier so ein Psychoseminar plant. Das würde ich ja gerne tun, aber ich bin jetzt gar nicht an meinem Schreibtisch. Ich
bin auf einer Fortbildung. Was soll das heißen? Ich soll total offen sein? Ich bin total offen, sonst hätte ich gestern Nacht nicht... Alternativen? Was für Alternativen? Das ist jetzt aber ganz ungünstig. Hat das nicht bis Montag Zeit? Optimierungsbedarf in unserer Beziehung? Kannst du das vielleicht mal konkretisieren? Sie melden sich nochmal. Mhm. Okay. Alex, ich hasse Überraschungen, das weißt du. Alex! Alex! Das kann ja wohl nicht wahr sein. Entschuldigen Sie bitte meine kleine Verspätung. Aber ich bin sehr froh, dass wir alle noch hier sind und jetzt zusammen arbeiten wollen. Nun, meine Damen, warum sind Sie hier? Weil Doris mich erpresst hat. Ja, also so drastisch würde ich das jetzt nicht formulieren. Doris hat halt keinen Plan, wie es mit ihrem Leben weitergeht und denkt, das hier wäre ihre Chance, das zu ändern. So will ich das eher sehen. Aha, und wie ist das bei Ihnen? Welche Pläne haben Sie? Und sagen Sie mir bitte noch... Wer Sie sind, ja? Ich heiße Katja Severin, meine Hobbys sind Reiten, Schwimmen, Lesen und meine Lieblingsfarbe ist rosa. Katja, das haben wir doch alles besprochen. Ja, schon gut. Ich finde Pläne gut. Vor allem solche, die ich mache und die dann auch aufgehen. Die mag ich auch am liebsten. Ja. Also, mein Name ist Doris Goldstein-Wagner, aber das wissen Sie ja schon. Ich habe früher, also mit den Kindern, auch immer ziemlich viele Pläne gehabt. Weil sonst wäre alles im Chaos versunken. Aber jetzt habe ich keine mehr. Weil die Kinder weg sind. Die sind einfach weg. Und ich fühle mich total leer. Und deshalb bin ich hier. Es soll durchaus Menschen geben, die froh sind, wenn der Nachwuchs aus dem Haus ist. Ja. Aber die wissen ja dann auch, was sie mit sich selbst anfangen sollen. Und ich weiß gar nichts. Ich meine, ich weiß nicht mal, in welche Richtung ich denken soll, um das Gefühl zu haben, überhaupt irgendwas wirklich Sinnvolles zu tun. Nach vorne, liebe Doris. Immer nach vorne. Denken, meine ich. Denn nur weil deine Brut ausgeflogen ist und du in den Wechseljahren bist, ist das noch lange nicht das Ende der Reise. Ich bin nicht in den Wechseljahren. Ach so, dann muss ich mir also dein dämliches Gefächer und deine, nennen wir es mal, offenherzig leichte Bekleidung anders erklären? Herr Schmidt, Sie als Mann, finden Sie es nicht auch ein bisschen offensiv, was meine Freundin Ihnen hier optisch bietet? Ja, jetzt, das würde ich jetzt so nicht sehen, also sagen. Mir ist halt warm. Und du bist auch einfach nur ein bisschen emotional. Ich stehe halt zu meinen Gefühlen. Und zu deinen Pfunden auch? Also, Gewichtszunahme, Hitzewallung, emotionale Schwankungen. Noch Fragen? Frag sie doch mal, wie es mit ihrem Libido-Verlust aussieht. Wahrscheinlich staubt ihre sind ihre Schleimhäute nicht mehr ganz so jugendlich feucht wie noch vor 10 Jahren, wobei das mit der Libido hat sich wahrscheinlich eh erledigt. Ich ziehe die Frage zurück. Sind Frauen eigentlich immer so schonungslos ehrlich zueinander? Nur solche, die sich wirklich lieben. Doris, jetzt mach das mal zu. Ich will noch wissen, wer Sie sind. Georg Schmidt, Ihr Coach. Und was haben Sie mit uns vor? Ich möchte mit Ihnen eine Brücke bauen. Die Brücke, die Ihr jetziges Leben mit dem zukünftigen verbindet, was Sie glücklicher machen wird. Wir werden gemeinsame Übungen machen, die in einem großen Ganzen münden, denn jeder Fluss fließt ins Meer, schon klar. Aber da wird's dann schwierig mit den Brücken. Das bekommen wir dann schon hin, wenn es soweit ist, ja. Jetzt sollten wir gehen. Kommen Sie, meine Damen, wir haben da noch einiges zu erledigen, glaube ich. So. Beginnen wir also mit unserer ersten Übung in Sachen Selbstfindung. Also, ich habe mich eigentlich gefunden. Bis auf diesen verdammten G-Punkt weiß ich, wo alles bei mir ist. Aber Alex und ich sind auf einem sehr guten Weg, auch dieses letzte Rätsel noch zu lösen. Ja. Also, ich möchte, dass wir eine Figur bauen. Die soll nicht so aussehen wie Sie, sondern so, wie Sie sich fühlen. Das kann was Abstraktes sein, ein Tier oder was immer Ihnen einfällt. Also, ich finde das total toll.
Ich habe früher immer total gerne Burgen gebaut. Der Mann ist ein Genie. Er weckt doch glatt das Kind im alten Mädchen. Sie haben offensichtlich ein großes Interesse daran, in die Tiefe zu gehen. Ich habe vor allem kein Interesse an Ihren Spielchen. Jetzt mal im Ernst, was soll das? Das da zum Beispiel. Und, gefällt Ihnen, was Sie da sehen? Tja. Eigentlich nicht. Dann ändern Sie was. Im Sand ist das leicht. Im wirklichen Leben braucht es Sport, Sport, Sport und nichts zu essen. Ja, das siehst du so. Ich finde das total gaga. Ich meine, ihr tut alles dafür, um läppische 2-3 Jahre jünger zu wirken. Aber das ist doch der totale Stress. Sowas muss man doch nicht mitmachen. Man hält mich für 40. Maximal 40. Und? Was hast du davon? Stress. Doris will nicht mal ihren Geburtstag feiern, um ihr Alter weiter zu verheimlichen. Sie haben Geburtstag? Das wusste ich ja gar nicht. Der 50. Übermorgen. Danke, Anke. Sagen Sie sich selbst, was Sie an sich mögen. Was wird das denn jetzt? Liebe dich selbst für alternde Frauen? Was kommt als nächstes aus der Psychomottenkiste? Altern als Chance. Obwohl ich gewissen Zweifel habe, ob das bei Ihnen funktioniert, so wie Sie sich hier aufhören. Muss man in Ihrem Job nicht immer nett und konstruktiv sein? Bislang hat sich noch niemand beschwert. Und da habe ich meine gewissen Zweifel. So, Doris, was mögen Sie denn besonders an sich? Nichts. Gar nichts. Ich finde einfach nichts, was ich an mir schön finde. Oh, Mann, Doris, du bist echt... Du hast einen wunderbaren Mund. Tolle Form. Die Farbe. Jeder Lippenstift wäre bei dir Verschwendung. Und du hast wunderschönes Haar. Ist dir schon mal aufgefallen, dass deine Ohrläppchen perfekt sind? Echt? Echt. So, können wir jetzt weitermachen? Sie können ja richtig nett sein. Kann ich. Will ich aber nicht. Na, Katja, was gefunden, was nicht auf Papas OP-Konto geht? Du bist ein Biest. Ein faltiges, grauhaariges Biest. Stimmt. Aber das wärst du auch, wenn du nicht einen Schönheitschirurgen als Papa und einen Starfriseur hättest. Ich kann dir gerne beide mal ausleihen. Vielen Dank. Kein Bedarf. Ich komme auch so zurecht. Hey, Auszeit, ja? Wann Auszeit ist, bestimmen wir. Waren Sie eigentlich immer schon so nett zueinander? Das ist ja das Geheimnis unserer innigen Freundschaft. Wir sehen uns zwar nicht so oft, aber wenn, dann sind wir wenigstens ehrlich. Es ist eben so, wenn man die Schulzeit zusammen verbracht hat und auch noch so manch anderen Moment im Leben geteilt hat. Aber das versteht man als Mann nicht, oder? Gut, dass wir drüber geredet haben. So, können wir jetzt endlich was Nettes machen, sonst steige ich nämlich doch noch aus. Abendessen? Hallo? Na endlich, Doris. Kannst du mir mal sagen, was das soll? Ich versuche seit Stunden, dich zu erreichen. Was soll? Dass du einfach verschwindest 2 Tage vor deinem Geburtstag. Ohne mit mir mal drüber zu reden. Oh, ich habe mit dir darüber geredet. Und du hast auch was gesagt. Ja, ja, ja. Wenn ich ja, ja, ja sage, dann höre ich dir nicht zu. Ja, genau, lieber Thorsten. Und das ist unser Problem. Du hörst mir einfach nicht mehr zu. Denn sonst wärst du nie auf diese bescheuerte Idee gekommen, eine Überraschungsparty zu meinem 50. zu veranstalten. Du weißt genau, was ich von sowas halte. Obwohl... Nee.
Das weißt du eben gerade nicht. Es sollte einfach... Wer hat's dir gesagt? Niemand. Du hast einfach alle Unterlagen in der Gegend rumliegen lassen. Ich konnte sie gar nicht übersehen. Es war einfach nur gut gemeint. Hör mir einfach zu. Dann ist es nicht nur gut gemeint, sondern auch gut gemacht. So. Ich muss jetzt. Tschüss, Hase. Ja, tschüss, Schnecke. Das mag ja gut als Oberarmtraining sein. Aber kannst du da bitte mal mit aufhören? Das macht einen wahnsinnig. An deiner Stelle würde ich nicht mit Steinen werfen. Also eigentlich wollte ich euch nur nackt in der Sauna sehen. Und euch nicht bei so einem miesen Seelenstrip zuschauen. Also ich finde das gut, sich selbst mit seinen eigenen Defiziten auseinanderzusetzen. Ja, wenn man welche hat. Ja, sicher. Und du hast keine. Dann unterstützt halt mich arme Hausfrauenwurst auch mal damit, mich gut zu fühlen. Du bist echt eine Egomaschine, Severin. Der beste Weg zum Erfolg. Ja, aber nicht der einzige. Und woher weißt du das? Du bist ja auch nur mit deiner Karriere beschäftigt oder habe ich irgendwas in Sachen Kind und Mann verpasst? Dann spielst du die ganze Zeit mit deinem Handy rum, um ja nicht den nächsten Bestseller zu verpassen, der dich noch reicher und noch erfolgreicher macht. Soll ich euch sagen, warum das hier liegt? Weil ich minütlich darauf warte, dass mich diese durchgeknallte Verlagstante anruft, bei der ich gerade mein ziemlich karges Einkommen verdiene, um mir mitzuteilen, was sie am nächsten Katzenkalender geändert haben will. Der Januar war ihr, ich zitiere, emotional nicht warm genug. Ja, und wenn ich nicht sofort springe, wenn sie was will, dann feuert sie mich. Ich dachte, du wärst selber so eine durchgeknallte Verlagstante mit Chefsessel und Vorzimmer und so. War ich. Bis vor einem Jahr. Und wenn du mal ein bisschen links und rechts schauen würdest, dann wüsstest du, dass ich unmöglich noch Lektorin für Spitzentitel sein kann. Der Verlag wurde dicht gemacht. Die haben allen gekündigt. Ich bin pleite. Und weil ich keine Lust habe, zum Amt zu gehen, dann mache ich eben Texte für Kalender. So sieht's aus, Severin. Und die zweite Wahrheit ist, ich bin zu alt, um noch was Besseres zu finden. Das heißt, Katzenkalender bis zur Rente. Vielleicht noch Pferde oder Hunde. Prost. Warum hast du uns das nicht gesagt? Weil, ach, Mann, es ist halt alles schiefgelaufen. Ja, aber genau dafür sind wir doch da, falls mal alles schiefläuft. Ja, sicher. Und dann komme ich zu dir, Miss Perfect, mit super Job, super Lover, Kleidergröße 36. Oder zu dir, verheiratet, zwei tolle Kinder, tolles Haus, netter Mann und heule mich mal so richtig aus über mein bescheidenes Leben. Ja, genau dafür sind Freundinnen da. Ich hab euch doch auch sofort erzählt, wie beschissen es mir im Moment geht. Nicht wahr, Katja? Katja? Ich bin hier. Ist er weg? Wer? Mittelgroß, mittelblond, Mitte 50, dunkles Sakko, weiße Hose. Der geht gerade in den Salon. Okay, dann los. Aber wir wollten doch schön essen. Das ist Hermann Wolter, mein Ex und mein Ex-Chef, also Doppel-Ex. Ja und? Ja, den will ich hier nicht sehen, also los, kommt. Gottes arme Essen. Und dann habe ich ihm gesagt, dass er sich entscheiden muss. Entweder er verlässt seine Frau oder ich verlasse ihn. Lass mich raten. Und da er nicht nur mein Lover, sondern auch mein Chef war, habe ich eine Woche später meine Versetzung bekommen. Du wolltest dich also gar nicht freiwillig darum kümmern, dass es in dem winzigen Lokalstudio in Kiel genauso dufte läuft wie im Hamburger Mutterschiff? Ich bin Soldat. Ich gehe dahin, wo mein König mich hinschickt. Er hat bestimmt gedacht, dass ich kündigen werde. Aber ihr kennt das ja. Ich kann so jung aussehen, wie ich will. Was Besseres finde ich nicht. Sobald jemand meinen Abi-Jahrgang sieht, war es das. Kenn ich. Das ist dann Bingo. Ja, von der ganz fiesen Sorte. Aber jetzt geht's dir doch besser, oder? Ja, Alex ist toll. Nette Wohnung, Job. Ich kann gar nicht klagen. Aber als ich vorhin Hermann mit seiner Tussi gesehen habe... Das war nicht sehr erwachsen. Lasse, sie ist noch nicht durch damit. Vor allem bin ich eine ganz blöde Kuh. Ich hätte das ja ahnen können. Ich war ja nicht die Erste. Und? Geht's dir jetzt besser, du Hausfrauenwurst, wo du dir mein Gejammer so anhörst? Ein bisschen. Auf dich, du gescheiterte Existenz. Und auf dich,
Und auf Doris, die gar nicht weiß, wie gut sie es hat. Wieso? Ach, das hier, ein Schundroman. Kleine Schwäche von mir. Naja, dann bis später. Bis später. Guten Morgen, meine Damen. Guten Morgen. Ist das nicht ein wunderschöner erster Tag für ein neues, glücklicheres Leben? Wo lernt man denn solche Sprüche? Wer nichts wird, wird Coach, Teil 2. Nein, dafür braucht es dann schon Handling von Problemfällen, Modul C. Sind Sie in Ihrer Ausbildung als Psychoguru schon so weit fortgeschritten? Bemerkenswert. So hat sie den Mathe-Physik-Kaul auch immer fertig gemacht. Erinnerst dich noch? Wie könnte ich das vergessen, bis sie noch diese unfassbar großen Rundfaltenhosen mit dem Gürtel drum ja. Und oben der Bauch drüber. Geh mal davon aus, der Kaul, das war ein bedauernswerter Lehrer von Ihnen allen, ja? War er. Und er ist immer noch unvergessen. Wie ich sehe, haben Sie sehr hohe Ansprüche an das pädagogische Personal. Aber eigentlich sind wir ja hier, um herauszufinden, wie hoch Ihre Ansprüche an Sie selbst sind. Ganz sicher zu hoch für Sie. Das werden wir gleich sehen. Und wie? Lassen Sie sich doch einfach mal überraschen. Habe ich schon erwähnt, dass ich Überraschungen nicht mag? Oh. Mehr als einmal, Severin. Mehr als einmal. Jetzt bleib doch mal locker. Wir treffen uns in 10 Minuten in der Lobby, ja? Wie viel Spaß das macht. Spaß? Was für Spaß? Es gibt auch Leute, die binden sich ein Stück Stoff auf den Rücken und springen damit aus dem Flugzeug. Und haben auch Spaß daran. Das heißt noch lange nicht, dass ich das machen muss. Jetzt kommen die, sie schaffen das. Stell dich nicht so an, Sportskanone. Wenn ich das schaffe, dann schaffst du... Ah! Oh. Alles okay? Oh. Alles klar. Ich lebe noch. Das muss ich Ihnen wirklich lassen. Sportskessel haben Sie. Den brauche ich auch. Jeden Tag aufs Neue. Ich mache immer ein bisschen Platz hier. Upsala. Okay. Volle Konzentration auf mich. Na los, komm, Katja. Du schaffst das. Ja, gut. Weiter so. Ja, ja, ja. Oh. Super. Bravo. Ich hab gewusst, du schaffst das. Der Knoten scheint geplatzt zu sein. Hoffentlich nicht der vom Haltegurt. Ich hätte nie gedacht, dass ich das könnte. Ich meine, ich hing gefühlt 1000 Meter über dem Boden, aber es ging, irgendwie ging es. Ich habe immer gedacht, ich bin total unsportlich. Aber jetzt denke ich, ich habe einfach nicht lange genug nach dem richtigen Sport gesucht. Da könnte man ja fast auf die Idee kommen, dass sich diese Erkenntnis übertragen lässt, hm? Sie meinen, ich soll einfach lange genug suchen, bis ich das Richtige finde? Das gilt aber nur für Leute, die zu viel Zeit und zu viel Geld haben, finde ich. Du hast schon recht, Thorsten verdient wirklich gut. Ich müsste eigentlich gar nicht arbeiten, aber ich will. Am liebsten würde ich das machen, was ich vorher gemacht habe, bevor die Kinder kamen. Ich will Grafikerin sein. Ich werde mein Studium beenden. Ja, womöglich noch an derselben Uni wie dein Jüngster. Das findet Moritz bestimmt prima. Kann man ja eine andere Uni suchen. Das würde ich Ihnen allerdings auch raten. Ansonsten ist an der Idee-Uni ganz viel Gutes dran. Können Sie jetzt endlich aufhören, uns zu siezen? Siezen macht alt. Wir hingen zusammen in Bäumen rum. Da muss man sich duzen. Georg. Katja. Doris. Frau Kerner. War ein Scherz. Danke. Mal darauf, Coach zu werden. Ich liebe die Herausforderung. Ich habe noch nie von einem 10-Jährigen gehört, der Coach werden will. Die haben doch eher sowas wie Astronaut oder Lokomotivführer im Angebot. Coach ist wohl was für die zweite Runde im Berufsleben, oder? Kann schon sein, aber eigentlich geht es ja weniger um mich als um... Und was war Ihre, deine erste? Du willst es aber ganz genau wissen, hm? Wenn mich jemand interessiert. Ach, ich interessiere dich?
Du bist jedenfalls niemand, bei dem ich sofort weiß, woran ich bin. Deshalb interessierst du mich. Also? Ich war Ingenieur, Textiltechnik, habe ziemlich lange für ein Modeunternehmen gearbeitet. Das sieht man. Ach, das ist doch nur so übergeworfen. Du solltest mich mal im kleinen Schwarzen sehen. Jedenfalls, das lief ziemlich gut. Ich hatte das, was man eine steile Karriere nennt, ja. Und dann? Und dann? Dann ist was schiefgelaufen. Kannst ruhig sagen, dass sie dich gefeuert haben. Ich habe letztes Jahr meinen Verlag dicht gemacht. Ich weiß, wie das ist. Aber ich finde, du machst das ziemlich gut, das Seminar. Findest du? Naja, dafür, dass ich echt ein harter Brocken bin, dafür hältst du dich fantastisch. Der Mathe-Kaul wäre längst aus dem Zimmer gerannt, da bin ich ganz sicher. Man wächst eben mit seinen Herausforderungen. Ich bin echt gespannt, was wir als nächstes machen, um unsere wahre Persönlichkeit zu finden, liebe Doris. Ich muss zugeben, es fängt an, mir Spaß zu machen. Wer hätte gedacht, dass sich ein Teil in mir findet, der nicht unter panischer Höhenangst leidet? Ja, aber erst mal dagegen sein, ne? Aber dann die Größe haben, es zuzugeben, dass man sich geirrt hat. Ich finde das in Ordnung. Ja, das würde ich auch so sehen. Das ist ja eine Überraschung. Keine schöne. Wieso? Du scheinst dich doch prächtig zu amüsieren mit deinen beiden Freundinnen und dem einen Mann da. Funktioniert das denn? Einer für drei? Ich erinnere mich, dass du immer ziemlich anspruchsvoll warst. Das ist jetzt selbst unter deinem Niveau. Ach, übrigens hier mal von Chef zu weisungsgebundener Angestellten. Wer kümmert sich eigentlich ums Studio, während du dies hier gut gehen lässt? Hm? Max. Und wer vertritt dich? Ilona? Ah, nein, Moment, ich hab's. Solveig, ich wusste gar nicht, dass sie den Studioleiterjob so dringend nötig hat, dass sie was mit dir anfängt. Aber wenn man vorwärts kommen will, muss man ja Kompromisse machen. Entschuldigung. Und wegen der Wurst hast du dich rausschmeißen lassen? Versetzen, okay? Ich bin versetzt worden. Also nenn es, wie du willst. Für mich ist das... Und warum hast du den Mann nicht einfach ignoriert? Weil ich ihn nicht ignorieren wollte, deswegen. Ich habe das sogar als so eine Art Auszeichnung empfunden, weil sich mein Ex-Chef normalerweise in der Kategorie könnte auch seine Tochter sein rumtreibt. Deswegen habe ich ja auch geglaubt, dass er es ernst meint. Ich meine, wer ist so bescheuert und betrügt seine Frau mit einer älteren Kollegin? Na gut, man kann sich irren. Ich kann mich noch erinnern, wie Katja unbedingt Stufenqueen Laura den Freund ausspannen wollte. Oh ja, Matthias. Hey, ja? Das ist verdammt lang her und ich wüsste wirklich nicht, was das mit meinem aktuellen Problem und diesem Vollhirn an Ex-Chef zu tun hat. Ich schon. Und warum wollte ich ihn für dich? Der Mann ist verheiratet und er hat auch kein Geheimnis daraus gemacht. Eine Affäre anzufangen ist das eine, aber ihm dann die Pistole auf die Brust zu setzen? Ich glaube, ich wollte einfach nur nicht die Nummer zwei sein. Vor allem nicht bei dem. Und warum? Weil? Weil du dann eben... doch nicht so jung und so attraktiv und so unwiderstehlich bist. Aber das willst du sein. Unbedingt. Denn wenn du das nicht mehr bist, dann fehlt dir was. Ich glaube, du hast ihn nur benutzt, um dich ein paar Monate gut zu fühlen. Und jetzt hast du eben jemand anderen gefunden, der dir dabei hilft. Ist doch alles im grünen Bereich. Du glaubst also, ich brauche Männer nur zu meiner Bestätigung, ja? Ja, jetzt tu doch nicht so, Severin, als ob du das nicht wüsstest. Für dich sind Männer doch nicht mehr als... nur nette Spielzeuge. Da war doch kaum einer mehr als eine perfekt polierte Trophäe, in der du dein Spiegelbild bewundern kannst. Na prima. Jetzt hatte auch Frau Goldstein ihren großen analytischen Auftritt. Gratulation. Aber jetzt reicht's, ja? Wer teilt sich mit mir ein Stück Apfelkuchen? Nach dieser nervlich doch ziemlich belastenden Aktion brauche ich Zucker. Ich würde die andere Hälfte nehmen. Mir ist der Appetit vergangen. Ich mache jetzt eine Runde Yoga. Hey, warte. Ich habe eine bessere Idee. Und was machst du jetzt? Keine Ahnung. Vielleicht das halbe Stück Kuchen und dann Spaziergang am Strand, um den Kuchen wieder abzutrainieren. Und um zu gewohnt dynamischer Schärfe zurückzukehren. Weil du eben zu nett warst. Kann man denn zu nett sein? Nicht in meiner Welt, aber du scheinst dazu glauben, dass du dadurch schwach wirst. Das glaube ich nicht, das weiß ich. So habe ich auch mal gedacht, aber dann habe ich es einfach mal anders probiert und siehe da, ich lebe noch. Du hast deinen Job verloren. Ja, ich habe einen anderen gefunden, der mir gut gefällt. Zunehmend gut. Ich muss weg von diesen blöden Katzenkalendern. Die machen mich total fertig. Ja, dann tu es, riskier was. Ich meine, du hast so viel Energie, du schaffst das.
Deine professionelle Meinung? Meine ganz persönliche. Anke, kommst du? Katja und ich haben eine super Wohlfühlidee. Tja, sie muss dann wohl. Das war's dann mit dem Kuchen. Vielleicht ein andermal. Klar, bis später. Ich würde mein Haar gern offen tragen. Ich habe immer gedacht, das geht nicht mehr in meinem Alter, aber jetzt denke ich, das geht vielleicht doch. Für mich dann bitte waschen, legen, Wimpern färben und eine kleine Goldglanzspülung. Tja, da habe ich was ganz Exklusives für Sie aus New York. Ist gerade frisch eingetroffen. Ich kann Ihnen das gerne mal zeigen. Ihr seht perfekt aus. Ich weiß gar nicht, was ihr hier macht. Das wüsstest du, wenn du die Avancen von Georg... Welche Avancen? Einen Hauch ernster nehmen würdest, dann würdest du nämlich endlich das graue Durcheinander auf deinem Kopf in Angriff nehmen. Wenn ich, was auch immer du mit Avancen meinst, ernst nehmen würde, dann nur, weil ihm egal ist, was ich auf dem Kopf habe. Aber deswegen kannst du ihm ja farblich trotzdem ein bisschen entgegenkommen. Das wird ja immer besser. Alles klar. Ihr lasst euch für viel Geld euer letztes bisschen Hirn von der Trockenhaube wegschmuggeln und ich entspanne mich. Viel Spaß, die Damen. Bis dann. Hallo. Hallo. Bin schon wieder weg. Sanft dissoniert, kurz und gut. Bis dann. Bis dann. Eine Frau. Und sie ist hier. Wer? Na, Georg. Sie ist jung und schön. Ein Traum in Blond. Naturblond, wenn ihr wisst, was ich meine. Sicher? Sicher? Sie waren in der Sauna. Oha. Ja, warum regst du dich denn so auf? Ich meine, angeblich interessiert dich der Mann ja gar nicht. Ja gut, verdammt, er interessiert mich. Und dummerweise gehöre ich nicht zu denen, die der Meinung sind, dass vergebene Männer genauso verfügbar sind wie freie. Manu! Der hat eine Frau. Ja, die ist jung und schön, das hast du bereits erwähnt. Und weil du glaubst, dass du das nicht mehr bist... Niemals war, um genau zu sein. Oh ja, Miss Minderwertigkeitskomplex. Das hatten wir doch schon in der Elf. Und deswegen gibst du auf und fügst dich in dein Schicksal? Ja, das tue ich. Denn dazu gibt es keine Alternative. Ich meine, ich fange doch jetzt nicht an, mir die Haare zu färben und bilde mir ein, dass er mit fliegenden Fahnen zu mir überläuft, nur weil ich mein Alter ein bisschen besser kaschiere. Niemand verliebt sich in alte Frauen, egal wie sie aussehen. Aber man verliebt sich in Frauen, die sich gut fühlen, egal wie alt sie sind. Und das schafft eine neue Frisur fast immer, dass du dich gut fühlst, weil du dich schön findest. Und das ist doch wichtig, dass man sich schön findet. Und man sich selber annimmt. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in den Spiegel geschaut habe und in Ordnung fand, was ich sah. In Ordnung reicht nicht. Du sollst dich schön finden. Also jetzt mal im Ernst, Anke. Du bist wunderbar, so wie du bist. Ob mit oder ohne neue Haare. Könnte Ihnen jetzt auch mal jemand so was Nettes zu mir sagen? Zu dir kommen wir später, Severin. Jetzt komm, Kerner. Ich würde dich gerne zu deinem neuen Ich einladen. Aber hier ist alles so teuer. Mach dir keine Gedanken. Und? Okay, ich mach's. Also man kann uns nun wirklich nicht vorwerfen, dass wir nicht flexibel und offen für alles Neue sind. Anke hat super tolle neue Haare. Danke. Ich bin wild entschlossen, mein Hausfrauen-Mutter-Ding aufzugeben. Und Katja... Katja bleibt einfach, wie sie ist. Ich finde da nichts Schlechtes dran. Ja, das finde ich auch. Ich meine, es gibt Leute, die sind ihr Leben lang auf der Suche nach sich selbst. Und ich habe mich einfach schon gefunden. Ich meine, ich ruhe einfach in mir. Moment. Sieh an. Hast du keinen plausiblen Grund gefunden, abzureisen? In sich ruhen. Spatzel, sag mal. Oh, wer ist denn deine Bekannte? Eine Kollegin? Ah, wir kennen uns noch gar nicht. Katja Severin. Angelika Wolt. Ich
war eine von Hermanns Mitarbeiterinnen, bis ich mich entschlossen habe, die Stellung zu wechseln. Wissen Sie, ich hatte einfach viel, viel zu viele Überstunden mit bei Hermann. Wem sagen Sie das? Er ist ja keine Abend vor 10 zu Hause. Der Sender frisst ihn einfach auf mit Haut und Haaren. Ja, mit Haut und Haaren, da ist was Wahres dran. Schönes Wochenende noch. Ihnen auch. Das war jetzt aber eine nette Frau. Dankeschön. Der wäre ja beinahe aufgeflogen. Na und? Ich hätte ihr doch einen riesen Gefallen getan. Ich meine, Hermann ist ein notorischer Fremdgänger. Und dieses naive Huhn hat nicht den Hauch einer Ahnung. Ja, und dabei bleibt es hoffentlich auch. Willst du nicht wissen, wenn dein Mann dich betrügt? Erstens, ich habe keinen Mann. Und zweitens, wahrscheinlich ist es leichter, wenn man es nicht weiß. Ich habe keine Ahnung. Habe ich was verpasst? Ja, allerdings. Anke hat zum ersten Mal keine Meinung zu einem Thema. Aha, und worum ging's? Was besser ist, es zu wissen, wenn der Partner fremd geht, oder es nicht zu wissen? Es zu wissen. Meine Rede. Du scheinst ja auch schon deine Erfahrungen damit zu haben. Nein, darf ich? Ich finde es nur fair, wenn der andere es weiß, dann kann er sich zu der Sache verhalten, anstatt einfach nur hintergangen zu werden. Ja, aber das ist jetzt zu viel Rache. Ich meine, das hat Katja doch gar nicht nötig. Die liebt doch ihren Alex und ist glücklich. Wo habt ihr euch denn kennengelernt, du und Alex? Im Sportstudio. Er gibt da Yogakurse. Das ist sein Nebenjob. Tagsüber arbeitet er im Copyshop. Du beißt ja an deinem verheirateten Chef die Zähne aus. Und deswegen amüsierst du dich jetzt mit Alex. Der, wenn ich das richtig überblicke, weniger verdient, weniger weiß und weniger alt ist als du? Weniger ist manchmal mehr. Dafür hat er an anderer Stelle verdammt viel zu bieten. Also so genau wollte ich das jetzt gar nicht wissen, Severin, was dein Toyboy alles so für Vorzüge hat. Die hat er aber de facto. Aber dieses Thema interessiert euch natürlich nicht mehr, weil ihr damit schon abgeschlossen habt. Außerdem macht er Musik. Oh, da bin ich aber beruhigt. Der junge Mann hat Ziele. Und außerdem ist er fingerfertig. Oder spielt er ein blablabla Instrument? Nur weil meine Beziehung nicht in dein Schema passt, heißt das noch lange nicht, dass es falsch ist, wie ich lebe, ja? Sie lässt sich offensichtlich nur ungern kritisieren. Ach echt? Hast du das auch schon bemerkt? Ich habe mir schon Sorgen gemacht, ob dein Hirn auch saunafest ist. Aha, und was heißt das? Schwere Gedächtnislücken durch Überhitzung betrifft meistens Männer. Die vergessen einfach, dass sie verheiratet sind. Tragisch. Sind die jetzt alle verrückt geworden? Katja, warte doch mal! Bleib doch mal stehen. Was willst du denn noch von mir? Gibt es irgendwas in meinem Leben, was du noch nicht in Grund und Boden analysiert hast? Oh Mann, kann ich nicht mehr. Mir ist es jetzt zu blöd. Ich weiß ja gar nicht, wie es zwischen uns beiden ist. Alex ist wirklich süß. Wir lieben uns. Außerdem vermisst er mich bestimmt total. Stimmt. Weißt du was? Ich rufe ihn jetzt an. Hallo, mein Schatz. Wie, er ist nicht da? Wo ist er denn hin? Er zieht sich gerade um. Ah ja. Hallo? Hallo? Da war eine andere Frau. An Alex Handy. Und? Nichts und. Wer ist diese andere Frau und was macht sie an Alex Telefon? Katja Severin und wer immer Sie sind. Katja Severin, Alex Freundin. Sie weiß, dass es mich gibt. Das wird ja immer besser. Kann ich ihn bitte sprechen? Aufgelegt. Sie hat gesagt, er ist nicht da und fertig. Ist ja merkwürdig. Männer.
Am besten, man hält sich von ihnen fern. Das erspart viel Ärger. Nein, ich meine nicht sie. Ich meine die Normalen. Weißt du, was total absurd ist? Dass wahrscheinlich ausgerechnet Doris mit ihrer schnarchlangweiligen Ehe das große losgezogen hat. Ich meine, Thorsten würde sowas nie machen. Nein, Thorsten würde sowas nicht machen. Außerdem ist es total nett, dass er diese Party organisiert hat. Für mich hat das noch nie jemand getan. Doris weiß ihren Thorsten gar nicht zu schätzen. Weißt du, was wir machen? Wir rufen jetzt Thorsten an. Der soll herkommen und mit ihr ihren 50. feiern. Ist doch total romantisch. Tja, das machen wir. Du? Nein, ruf du an. Ich hab gedacht, du hast vielleicht noch andere Verpflichtungen. Nicht, dass ich wüsste. Aber selbst wenn, die Arbeit geht vor. Das sagt Thorsten auch immer. Und deshalb willst du mit Katja und Anke feiern? Deshalb und weil ich überhaupt keine Lust auf eine Party im Thorsten-Wagner-Stil habe. Muss ich mehr sagen als Alleinunterhalter, Käseigel und Prosecco im Stehen? Nein, aber das ist trotzdem noch lange kein Grund, seinen Geburtstag ohne seinen Mann zu feiern. Für mich schon. Aber hauptsächlich, weil der überhaupt nicht kapiert, wie ich mich fühle. Ich werde 50 und ich fühle mich auch so verdammt. Die Kinder aus dem Haus und für ihn geht alles so weiter wie bisher. Und deshalb kannst du doch trotzdem mit ihm feiern. Aber ich wollte nicht einfach so 50 werden, so übergangslos. Ich habe Abstand gebraucht. Eine Auszeit von all dem, was zu Hause ist. Also für eine Auszeit, ja, finde ich das hier ganz schön stressig. Andauernd schreit irgendjemand jemanden an. Also erholsam ist das nicht. Ich will mich auch gar nicht erholen. Ich will eine Idee kriegen, was ich noch machen könnte aus meinem Leben. Deswegen habe ich auch meine Freundinnen eingeladen, weil ich mit denen früher immer die besten Ideen hatte. Nicht nur bei der Schülerzeitung, aber da waren wir unschlagbar. Anke und Katja Text, ich Grafik. Wir haben Preise bekommen. Tja, eigentlich wollten wir alle drei in dem Bereich weitermachen. Ist wohl nur aus Katja was geworden. Na, das sieht sie wohl nicht so. Naja, wenn sie nicht eine Affäre mit ihrem Chef angefangen hätte. Anke war die Schlauste von uns. Ich habe immer gedacht, die wird Professorin oder schreibt Bücher oder so. Dass die einfach ihren Verlag so dicht machen. Ja, aber das kann ja auch ein Neuanfang für sie sein. Ja, komm, Georg. Wir sind alle keine 30 mehr. Ja, was soll das denn heißen? Dass wir aufhören, Ideen zu haben? Dass wir nichts Neues mehr anfangen können, was sich eh nicht mehr lohnt? Glaubst du das wirklich? Schau mich an, hm? Glaubst du, das hier war geplant? Was nicht? So, und jetzt lasse ich dich alleine und freue mich, dich morgen in deinem neuen Lebensjahrzehnt begrüßen zu dürfen. Bis morgen. Gute Nacht. Wir treffen uns um 2 Uhr bei uns. Wir fahren alle zusammen, ja? Gut. Der Bus wartet nicht, nein. Keine Sekunde später, 2 Uhr bei uns. Gut, Moment mal. Ida, 14 Uhr bei uns. 14 Uhr und sei pünktlich. Wieder abgeregt? Nein. Was fällt dem Fatzke ein, sich in unser Privatleben einzumischen? Also ich finde, der macht das richtig gut. So sauer habe ich dich noch nie gesehen, Severin. Und vielleicht hat er ja auch sogar ein bisschen recht. Weißt du was, Doris? Nur weil sich jemand Coach nennt, heißt das noch lange nicht, dass er weiß, was er tut. Mach mal deine Rehaugen auf, der Typ ist ein Schwätzer. Der erzählt dir, was immer du hören willst, weil du ihn dafür bezahlst. Der ist so eine Art Psychohure. Du erwartest doch nicht, dass er dir in irgendeinem Punkt die Wahrheit sagt. Weißt du, was der über dich denkt?
Der hält dich für eine alternde, reiche, gelangweilte Frau, die ihm viel Geld dafür zahlt, ihr genau das nicht zu sagen. Aber das ist... Das kann sie doch nicht. Doch, doch, das kann sie. Weil sie Katja ist. Und weil sie fast den ganzen Rotwein allein getrunken hat. Und vielleicht hat sie auch ein bisschen recht. Du, ich geh jetzt auch auf mein Zimmer. Die werde ich wohl heute nicht mehr brauchen. Sehr wohl. Alex? Nee, ich bin's. Oh, Anke. Du, das können wir nicht machen. Ich meine, sie wird 50. Das ist doch kein Grund, den Notarzt zu rufen. Aber ein Grund, sie nicht allein zu lassen. Und wer kümmert sich um mich? Ich meine, mein Kerl betrügt mich gerade. Aber das interessiert ja hier niemanden. Warum ruft er eigentlich nicht an? Das finden wir auch noch raus. Aber jetzt ist erstmal Geburtstag. Okay. Wir treffen uns gleich vor ihrer Zimmertür. Aber nimm die Minibar mit, die können wir jetzt alle gebrauchen. Ist gut. Bis gleich. Was macht ihr denn hier? Besser ohne das blaue Zeug, daran habe ich ziemlich schlechte Erinnerungen. Nein, man darf man nur nicht mit dem gelben mischen, dann geht das schief. Dass ihr euch noch an die Farben erinnern könnt? In meiner Erinnerung ist alles grau-braun mit einem Spritzerkalle-Grün. Ich frage mich heute noch, wie wir die Ausgabe am nächsten Tag hingekriegt haben. Du hast auf dem Patientensofa von meinem Vater gelegen und geschlafen, während wir gedruckt haben. Oh. Kein Wunder bei Braun, Grau, Galle, Grün. Hey Gott, ich war immer voll ja, da. Ja, voll ist das richtige Stichwort. Ihre Bestellung bitte. Danke. Happy Birthday to you, Marmelade im Schuh, Aprikose in der Hose, Happy Birthday to you. Doris, weißt du noch? Oh, ich konnte das nie. Doch. Achtung, es landet direkt auf der Hüfte. Was Thorsten jetzt schon macht? Ich meine, du hast ja bestimmt dein ganzes Leben noch nie einen Geburtstag ohne Thorsten gefeiert, oder? Ja, einmal, kurz nach dem Abi. Da waren wir mal getrennt. Ja, stimmt. Da warst du mal 6 Wochen solo. Ja, 6 Wochen. Wieso weißt du das so genau? Ich meine, es ist 30 Jahre her. Weil... Thorsten und ich hatten damals was, als ihr getrennt wart. War keine große Sache. Nur dieser eine Sommer. So, jetzt weißt du's. Du und Thorsten? Ihr habt mir nichts gesagt? Es war nicht wichtig. Und du hast vorhin selbst gesagt, es ist besser, wenn man es nicht weiß. Nicht wichtig? Du hast mit meinem Mann geschlafen und das ist nicht wichtig? 30 Jahre habt ihr hinter meinem Rücken. Das war nur einmal. Alle haben es gewusst, nur ich, dumme Kuh. Nein, Moment, Moment. Ich habe nichts gewusst. Weißt du, wie egal mir das ist? Achtung. Doris, verdammt noch mal. Das ist ewig her und Thorsten und ich waren uns einig. Ja. Einig? Ihr wart euch also einig, mir nichts davon zu sagen. Meinst du, jetzt geht's mir besser? Vielleicht tust du das ja, wenn ich dir sage, was ich vor 30 Jahren gemacht habe. Sag jetzt bloß nicht, du hast auch mit Thorsten. Mit Thorsten? Nee, echt nicht.
Den hättest du mir damals wie heute nackt auf den Bauch binden können, da wäre nichts passiert. Danke, so genau wollte ich es gar nicht wissen. Aber ich, was war damals? Kannst du dich noch an den Bundeswettbewerb erinnern, wo wir gewonnen haben und dieser Typ von den Nordnachrichten kam? Ja, ja, der dir dann das Volontariat angeboten hat. Uns. Er hat mich gefragt, wer von uns beiden das gerne machen möchte und ich habe ihm gesagt, dass du dich für Fernsehen gar nicht interessierst und dass er dich gar nicht fragen braucht. Du miese Schlampe. Du hast ja einfach den Job unter den Nagel gerissen, ohne mir einen Ton zu sagen. Ich nicht an Fernsehen interessiert? Mann, ich hätte alles getan, um dieses Volontariat zu kriegen. Es tut mir leid. Ich habe gedacht, ich schaff's an der Uni nicht. Und da dachte ich... Bitte, es ist doch alles gut gegangen. Du hast einen Job, du verdienst Geld und... Ich schreibe Katzenkalendersprüche, schon vergessen? Ich kann mir nicht mal einen anständigen Friseur leisten. Ja, klar, aber ich dachte... Ach, du dachtest. Dann hat dir wahrscheinlich dieses Botox-Zeug das letzte bisschen Hirn weggeätzt. Wenn du glaubst, dass ich dir das verzeihe. Raus! Vergiss es. Alle beide. Hallo? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, liebe Mamas. Happy birthday to you. Hallo Mama, alles Liebe zum Geburtstag. Das ist lieb von dir, Schatz. Oh. Aber ich habe schreckliche Kopfschmerzen. Du, Papa ist gerade neben mir. Ich gebe ihn dir mal. Oh nein, lieber nicht. Später, Schatz. Doris? Alles gut bei dir? Lass mich in Frieden, Georg. Ich schlafe noch. Hallo, Doris. Ist da jemand bei dir? Oh, dafür bin ich echt zu alt. Oh. Anke? Verschwinden. Katja? Katja? Machen Sie mir die Rechnung für die Zimmer fertig und schicken Sie sie mir nach Hause. Aber Sie haben doch bis morgen gebucht. Gibt es irgendein Problem? Ja, gibt es. Ich werde natürlich sofort den Hoteldirektor holen. Es hat nichts mit Ihnen oder dem Hotel zu tun. Dann schicken wir Ihnen die Rechnung zu. Und wann wolltet ihr mir sagen, dass ihr abreist? Oh, Georg. Dich hatte ich ja total vergessen. Das hört man immer gern. Wir haben beschlossen, aufzuhören. Ja, das haben wir. Und warum? So lasse ich euch nicht gehen. Als ob du das zu entscheiden hättest. Ihr seid also fertig miteinander? Über 30 Jahre einfach so erledigt. Und das ausgerechnet jetzt an Doris 50. Soll vorkommen. Ihr streitet doch die ganze Zeit und plötzlich meint ihr das ernst. Was ist denn passiert? Anke hatte Sex mit meinem Mann. Das ist passiert. Okay, das ist ein Problem. Ist es nicht, verdammt? Er war solo, sie war solo und es ist 30 Jahre her. Jetzt zieh mal einen Strich, Goldstein. Du machst dich wirklich langsam lächerlich. Und Anke? Macht die sich auch lächerlich? Nur weil sie es total beschissen findet, dass du ihr mit einem miesen Trick den tollsten Job weggenommen hast? Macht doch, was ihr wollt, verdammt, ich bin weg. Und was glaubst du, erwartet dich zu Hause? Na? Dein sexy Lover mit einer neuen Frau. Na, bei den Aussichten, da würde ich auch alles dran setzen, so schnell wie möglich heimzukommen. Ihr seid also richtig sauer aufeinander, ja? Ich meine, das ist menschlich, das passiert.
Aber das kriegen wir doch wieder hin, oder? Meinst du nicht, dass das eine Nummer zu groß ist für dich, du Junior-Coach? Man wächst mit seinen Aufgaben. Und man gibt nicht auf, wenn es schwierig wird. Oder? Ich finde, er hat recht. Du weißt auch nicht, was du willst, Kerner. Hm? Na gut. Ich bin dabei. Doris? Gib mir 30 Minuten, okay? Und tut euch bitte nicht weh, solange ich weg bin. Ja, das hätte ich ja fast vergessen. Alles Gute zum Geburtstag. Was auch immer gestern vorgefallen ist. Wo du ja nicht so ganz unschuldig dran bist, ne? Hey, immer die Verhältnisse im Blick behalten, ja? Verhältnisse? Das sagt die Richtige. Jedenfalls sollten wir das so nicht stehen lassen und deshalb werden wir Flöße bauen. Ich weiß es nicht. Und dann werden wir sie schwimmen lassen und sehen, ob sie uns tragen. Das ist jetzt ein Scherz, oder? Kein Scherz. Wir bauen Flöße. Besser gesagt, ihr baut welche. Tja, dann mal los, würde ich sagen. Je früher ihr damit fertig seid, umso früher kommt ihr auch nach Hause, wenn ihr das dann immer noch wollt. Und wenn es nicht geht? Es geht. Ihr müsst nur herausfinden, wie. A little more fire, a little less spark. A little less fire, a little more spark. Push them up and up and up your heart. Baby, satisfy me. Satisfy me, girl. Gratulation, Mädels! Für eine Regatta reicht es zwar noch nicht ganz, aber dafür bekommt ihr von mir den Ehrenpreis für den besten Floßbauernachwuchs. Das wäre dann der letzte Nachwuchspreis, den ich mit meinen zarten 50 bekomme. Oh, da könntest du recht haben. Oh Gott! Ah! Ben schwimmt oben! Oh. Irgendein Vorteil muss ich haben! Na, alles gut? Handtücher. Sehr gute Idee. Du machst das scheinbar nicht zum ersten Mal. Wie viele sind denn schon vor uns baden gegangen? Na, auf jeden Fall ist noch keiner trocken an Land gekommen. Es kann ja sein, dass euch irgendwelche inneren Flammen wärmen, aber könnt ihr vielleicht auch ein Handtuch haben? Oh, das war's. Oh. Oh, du erst. Und? Geht's euch jetzt besser? In jeder Hinsicht. Allerdings hätte ich mir das heute Morgen noch nicht gedacht. Stellt sich für mich jetzt nur die Frage, wie wir weitermachen wollen. Ist das jetzt wieder so ein rhetorisches Manöver oder weißt du es wirklich nicht? Letzteres. Doris hat mich ja engagiert, um herauszufinden, wie es in ihrem Leben beruflich weitergehen soll. Aber das kann ich nicht. Also klar, ich könnte ihr Tipps geben, wie man sich wo bewirbt und welche Art von Tätigkeit für sie die geeignete ist. Aber nach allem, was hier in den letzten 3 Tagen passiert ist, bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass ihr das viel besser könnt als ich. Ich meine, ihr drei, ja? Ihr seid verrückt. Und ungerecht. Und fies. Aber ihr seid auch irgendwie total liebenswert. Und das macht euch sehr besonders. Ich denke auch, dass darin die Antwort auf Doris' Fragen liegt. Tja, und weil das so ist, würde ich mal sagen, dass meine Arbeit hiermit erledigt ist.
Tja. Dann müssen wir da jetzt wohl mal drüber nachdenken, was das bedeutet. Aber es hat ja einen Vorteil. Du bist jetzt nicht mehr offiziell unser Coach und kannst mir endlich was von dir erzählen. Kann ich? Will ich aber nicht. Dann muss ich mir aber noch überlegen, ob ich dich zu meinem Geburtstag einlade. 19 Uhr. Ich freue mich. Bis später. Wisst ihr, was verrückt ist? Ich denke, Georg hat recht. Womit? Dass wir fies, ungerecht und gemein sind? Auch. Aber dass meine Zukunft, dass das sozusagen unsere Zukunft ist. Wir drei, Ladies, wir werden was ganz Großartiges machen. Ach ja? Und was sollte das sein? Wir schreiben ein Buch. Über uns, über unsere Freundschaft. Dieses Wochenende, übers Älterwerden, Hitzewallungen, dicker werden. Ich meine, da kennen wir uns doch bestens aus. Also ich ja eher nicht, aber... Auch du wirst älter, meine Liebe, auch du. Na, was meinst du, Anke? Du bist doch die Expertin für Bücher. Ja, ja, natürlich. Das könnte klappen. Und wenn Anke sagt, das könnte klappen, dann klappt es auch. Ja gut. Aber dann müssen wir auch reinnehmen, wie wir dieses wackelige Floß gebaut haben und wie wir danach ins Wasser geplumpst sind. Das war eine super Übung mit anschließendem Kältebad. Ich habe mich noch nie so erfrischt gefühlt. Oder wie wir beim Friseur waren und Anke sich geweigert hat, die Haare machen zu lassen. Nicht wahr, Anke? Anke? Was? Ich war jetzt gerade ganz woanders. Ja, das ist uns nicht entgangen. Stichwort Georg. Übrigens auch ein hübsches Thema. Sehr hübsch. Nein. Wieso? Ach komm, Anke, du starrst in die Luft wie ein mondsüchtiges Kalb. Echt? Ich habe noch nie eins gesehen. Du? Du weißt genau, was ich meine. Er ist toll, er sieht gut aus, er ist an dir interessiert. Er ist vergeben. Vergeben? Der Mann war einmal mit einer Frau in der Sauna. Ich kenne viele Männer. Mit einigen war ich in der Sauna. Bin ich deswegen vergeben? In meiner Welt schon, aber ich bin da vielleicht auch ein bisschen konservativ. Und wenn du ihn einfach fragst? Du, Georg, ich finde das ja ganz interessant hier zwischen uns. Aber sag mal, was läuft denn da zwischen dir und der hübschen, nackten Frau? So etwa? Ach Mensch, Anke, du weißt genau, was ich meine. Das Seminar ist zu Ende. In ein paar Stunden steigt er in den Zug und ist weg. Wenn du dir nicht absolut sicher bist, dass du überhaupt keine Chance bei ihm hast, dann solltest du es versuchen. Ja, und selbst wenn die beiden zusammen sind, das heißt doch nichts. Angriff, Anke, Angriff. Oh nein, das lassen wir besser weg und machen meine Variante. Ich sag nur Hermann. Also gut, ich finde das raus. Ihr beiden kommt ohne mich klar? Kommen wir nicht, aber wir warten, bis du wieder da bist. Du machst das. Und wir beide sammeln jetzt ein paar Stichworte für unser Buch bei Cricket und ich gewinne. Ja, träum weiter. Ich weiß echt nicht, ob Alter und Freundschaft als gemeinsamer Nenner ausreicht. Aber naja, gut, wenn man das so aus drei unterschiedlichen Perspektiven... Was ist mit dir los? Hat er dir direkt einen Heiratsantrag gemacht? Oder warum guckst du so verstört? Die reisen ab. Deswegen wollte Georg das offiziell beenden. Ah, das glaube ich nicht. Hier geht's nicht um Glauben, hier geht's um Wissen. Das könnte ein Missverständnis sein. Ach ja? So ein Missverständnis wie gestern am Telefon mit Alex? Okay. Die sind doch alle gleich. Männer sind einfach nicht treu, egal was sie dir erzählen. Die schlafen mit der einen, flirten mit der anderen, sind verheiratet, haben Affären, langweilen sich mit der alten, vögeln die neue. Ich mach das nicht mehr mit. Ende, aus, mir reicht's. Und wenn du nach Hause kommst, dann machst du Alex klar, dass du das genauso siehst. Du bist einfach viel zu schade für diesen Idioten. Egal, was für körperliche Vorzüge er hat. Versprochen. Versprochen. Mein Gott, eure Probleme möchte ich haben. Ihr jammert hier rum, von wegen falscher Mann, untreuer Mann, gar kein Mann. Was soll ich denn da sagen? Danke, liebes Schicksal, dass ich so einen tollen Mann wie Thorsten gefunden habe, zum Beispiel. In deinen Träumen, echt. Thorsten ist so gut wie nie da. Er weiß gar nicht, was ich will. Oder warum ich jetzt hier bin. Wir reden nicht. Wir tauschen nur Informationen aus.
Und weil ich offensichtlich eines von den ganz seltenen, treuen Exemplaren abbekommen habe, habe ich noch nicht mal einen Grund, ihn zu verlassen. Weil er macht ja objektiv gesehen nichts falsch. Und das soll nun die nächsten 30 Jahre lang so weitergehen? Bis wir wahrscheinlich beide zeitgleich vor lauter Langeweile ins Gras beißen? Das kann man auch ein bisschen positiver formulieren, ne? Ja. Wer was toll findet, in einem Paralleluniversum zu leben, wo man vom Einfamilienhäuschen nahtlos in die Doppelgrabstelle wechselt. Bei euch passiert wenigstens noch was. Ihr streitet euch, ihr kämpft. Ihr verliebt euch. Aber ich... Ich laufe vor meinem eigenen Geburtstag davon. Mein Mann weiß noch nicht mal, warum ich das tue. Warum hast du eigentlich nie was mit einem anderen Mann angefangen? Ich meine, dass Thorsten vor lauter Arbeit zu nichts kommt, ist schon klar, aber bei dir gab es doch bestimmt den einen oder anderen. Gab's nicht. Ah. Obwohl, gab schon. Aber ich wollte nicht. Und warum nicht, Frau Goldstein-Wagner? Weißt du, was ich glaube? Du liebst deinen langweiligen Zahnarzt im Paralleluniversum. Und er liebt dich. Ich... Doris, echt, vergiss es. Tatsache ist, du bist eine glückliche Frau in einer glücklichen Ehe. Gewöhn dich jetzt mal dran. Schreib's auf. Ja, das ist ein guter Aspekt für unser Buch. Wirklich gut. Das sollte ich ja jetzt eigentlich Thorsten anrufen und zu meinem Geburtstag einladen. Ich glaube, das kannst du dir sparen. Du hast recht, ich sehe ihn ja morgen. Dann gehen wir jetzt an unser Buch. Ich hol Stifte und Papier und wir treffen uns in 10 Minuten am Strand. Es zieht! Upsala. Entschuldigung. Kein Problem, ich meine, wir kennen uns ja mittlerweile. Er soll ja morgen abkühlen. Allerdings nicht in meiner Welt. Wieso bist du eigentlich noch da? Du hast mich zu deinem Geburtstagsessen eingeladen, schon vergessen? Vergesslichkeit ist auch eins von den Symptomen, richtig? Ja, allerdings dachte ich, du und deine Begleiterin, ihr seid schon abgereist. Ich und meine... Ach, du denkst, ich glaube, da liegt ein kleines Missverständnis vor. Ist das Missverständnis zufällig blond? Ist es und zufälligerweise auch noch meine Schwester. Ach, vielleicht solltest du das mal mit Anke besprechen. Hat sie etwa gedacht, ich und Christ... Oh Mann, deswegen hat sie sich so aufgeführt, hä? Sie ist am Strand, allerdings mit Katja. Das könnte schwierig werden, du weißt ja, wie Katja ist. Weißt du was? Ich gehe mal runter und fühl vor. Mach für Sie. Vielen Dank. In 10 Minuten. Perfekt. Guten Tag, Herr Dr. Wagner. Schön, Sie zu sehen. Meine Frau? Kein Wort. Sie ist völlig ahnungslos. Perfekt. Und wo finde ich Sie? Ich habe Sie gerade mit dem Seminarleiter gesehen. Seminarleiter? Wozu braucht sie den? Für ein Seminar, vermute ich. Vielleicht sind Sie im Garten oder im Seminarraum. Kommen Sie doch mit. Ihr wartet hier, ja? Hey, Goldstein. Erst das Buch, dann der Infarkt. Immer schön eins nach dem anderen. Charmant. Wie immer. Wo ist das Papier? Vergessen. Du bist extra deshalb ins Haus gegangen. Ja. Und da habe ich Georg getroffen. Schön für dich. Deswegen kannst du trotzdem Papier mitbringen. Ich glaube, das ist eher schön für dich. Was würdest du sagen, wenn er frei und ungebunden wäre, so wie du? Schön für ihn. Und wenn er das gerne ändern würde? Doris, was willst du mir sagen? Also gut, ich mach's kurz. Es ist seine Schwester. Was? Seine Schwester? Ich fass es nicht. Seine Schwester. Muss da sofort hin. Ich würde mich erst umziehen. Gute Idee. Vogelscheiße bringt Glück. Hier sind sie auch nicht. Die Damen sind wohl ausgeflogen. Wohin? Soll ich Sie zum Leiter des Seminars bringen? Wie heißt der Mann? Schmidt, Georg Schmidt. Georg. Schnappen wir uns mal den Georg.
Herr Wagner, der Herr da drüben, das ist Herr Georg Schmidt. Ach, du grüne Kacke. Ist alles in Ordnung bei Ihnen? Nichts ist in Ordnung. Ja, danke, danke. Es war ein super Coaching mit Happy End. Danke. Oh, warte, ich glaube... Ich hänge fest, ja. Wo ist mein Zimmer? Ich kann mein Zimmer nicht finden. Frag bei der Rezeption. Was denn für ein Ton? Was hat denn das mit dem Ton zu tun? Ich will doch nicht Fernsehen. Du sollst an der Rezeption fragen. Ach, ich hab doch nichts zu tragen. Das ist doch noch alles im Bus. Ich verschwinde. Anke muss gleich da sein. Wir fahren zurück. Wir sind doch gerade erst gekommen. Keine Diskussion. Beladen Sie den Wagen. Einsteigen. Alle einsteigen. So Thorsten, nur weil ich kein Zimmer habe. Da findet sich doch das was. Da findet sich nichts mehr. Ich suche die anderen und dann geht's wieder ab nach Hause. Einsteigen, nein, Ida. Nein, Thorsten, das ist ja eine Überraschung. Du hast mich doch angerufen. Ja, stimmt. Aber wer hätte gedacht, dass du auch wirklich kommst? Thorsten, was ist denn nun? Ida, einsteigen. Tja, Überraschung. Offensichtlich keine gute. Wieso? Doris wollte dich sowieso anrufen, damit ihr zusammen feiert. Die freut sich bestimmt total, dass du da bist. Klar tut sie das, wenn sie sich mal von ihren 1,80 Meter losgeeist hat, an denen sie gerade hängt. Wovon redest du? Das tut doch nicht so, als ob du davon nichts weißt. Ich habe sie gesehen. Sie und diesen Kerl. Ach so. Das ist kein Kerl, das ist Georg. Den hat sie gebucht. Ach, gebucht? Naja, dann ist ja alles in Ordnung. Nein, das verstehst du falsch. Keine Details, ich habe genug gesehen. Ich fasse es nicht. Thorsten, jetzt bleib mal hier. Ich such Doris, okay? Lass gut sein, Katja. Einsteigen. Ich hol die anderen. Deine Schwester, also. Und du warst so eifersüchtig? Ich meine, hättest du einfach mal fragen können, wer sie ist? Du hättest sie mir auch einfach vorstellen können. Ja, da bist du ja auch sofort aus der Sauna wieder abgehauen. Und jetzt? Einfacher haben können. Ja, aber bei mir ist in den letzten Monaten einiges schiefgegangen. Bloß weil sie dir gekündigt haben? Das heißt doch nicht, dass alles andere auch schief geht. Nee, ich habe gekündigt. Nachdem ich meine Frau mit meinem besten Freund betrogen hat, der dummerweise auch noch mein Chef war. Das hättest du auch mal sagen können. Naja, ich wollte nicht gleich als ganz schwieriger Fall dastehen. Ich liebe schwierige Fälle. Und ich? Hört auf zum mal weiter, hört auf zum... Mann, einsteigen jetzt. Sascha, was ist los? Wenn ich sage einsteigen, dann einsteigen. Weil es so ist, keine Diskussion. Ja, ich habe mich auch gefreut. Thorsten, das glaube ich jetzt nicht. Spar dir das, Doris. Spar's dir einfach. Alles Gute zum Geburtstag. Ich habe geglaubt, du freust dich, mich zu sehen. Ich freue mich ja auch. Ach ja? Erzähl das deinem Seminaronkel. Und lüg mich nicht an, ich hab euch gesehen. Ich hätte nie geglaubt, dass du sowas machst. Da ist ja die Doris. Ida, Platz! Ja, oh. Sie ist ein Schatz. Ja. Herzliche Glücke. Ja. Alles Gute. Meine Jugend. Danke. Herzliche Glücke. Also dann bleiben wir jetzt also doch. Nein, wir bleiben nicht. Und alle wieder einsteigen. Zack. Alle rein, wir fahren. Thorsten Wagner. Du glaubst doch nicht im Ernst, ich fahre hier in dieses Hotel mit meinen zwei Freundinnen und dem einen Mann, um dich zu betrügen? Bist du völlig übergeschnappt? Bitte, soll ich das sonst verstehen? Du bist plötzlich weg, niemand weiß wohin. Ich will dich überraschen und du hängst an diesem Georg. Mit dem ich bestimmt nichts habe. Ach ja, und warum? Da. Und wieso verschwindest du dann einfach? Hast du ernsthaft gedacht, ich würde dich betrügen? Hase? Ich musste nachdenken. Über mich. Wieso kannst du das nicht mit mir zusammen? Oh, das könnte ich schon, wenn du nicht 12 Stunden in der Praxis wärst und die restlichen 12 Stunden schlafend oder schweigend verbringen würdest. Ich rede schon den ganzen Tag. Ja, mit deinen Patienten, aber nicht mit mir.
bist du denn hier? Ich bin eingeladen. Ein Thorsten hat angerufen. Dass du dich überhaupt hierher traust. Ich bin gerade mal eine Nacht weg und du machst mit einer anderen rum. Ich mach mit einer anderen rum? Ich hab dich auf deinem Handy angerufen und da war eine andere Frau drin. Ist das deine Form der Beziehungsoptimierung? Ich bin weg und du holst dir eine andere Frau ins Haus? Ja, eine, die nicht nur die Böden und den Küchenschrank sauber macht, sondern auch noch die Fenster putzt. Nein. Doch, das wäre meine Überraschung gewesen. Aber gut, dann erfährst du es ebenso. Schatz, wir haben seit gestern eine Putzhilfe. Ist übrigens 61, verheiratet und hat 3 Kinder. Weiß ja nicht, was du optimieren wolltest, aber bei mir ist jetzt alles im grünen Bereich. Einfach zu verschwinden ist keine Lösung. Jedenfalls keine besonders Erwachsene. Kannst du dir eigentlich vorstellen, wie sich das anfühlt, wenn du lieber mit Fremden feierst als mit mir? Na, ganz so fremd ist der Anke ja wohl nicht. Also Papa, was ist denn jetzt eigentlich los? Jetzt gleich. Feiern wir jetzt oder fahren wir? Jetzt doch Geburtstag. Hat sie es dir gesagt? Nein, ich hab's geraten. Oh, verdammt, Thorsten. Warum muss ich das von ihr erfahren? Warum hast du es mir nicht gesagt? Es war nicht wichtig. Nicht wichtig. Für mich ist es das. Sehr sogar. Nicht, dass ihr eine Affäre hattet, geschenkt, aber dass ihr mir die ganze Zeit nichts gesagt habt, das geht nicht. Es tut mir leid. Das ist ja schon mal ein Anfang. Jetzt lass uns nicht mehr streiten, sondern meinen Geburtstag feiern. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kaum bist du weg, werden wir wieder romantisch. Ja, voll krass. Happy birthday to you. Doch schön. Gestatten Sie mir noch eine Frage. Wie sind Sie auf die Idee zu diesem Buch gekommen? Ach, wissen Sie, dazu braucht man eigentlich gar keine Idee. Das muss man einfach alles nur erleben.